Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin und heute nicht vergessen, wieder mitmachen. Wie erfahrt ihr in der Sendung? Heute fliegen wir mit der Drohne über die AIDA Bar, dann feiern wir mit der AIDA Sol Geburtstag und ihr erlebt, wie eine neue Show ins Leben gerufen wird, Abonadia auf der AIDA Nova. Viel Spaß! Die öfter auf AIDA sind, wissen, was Ententeich bedeutet. Und jetzt zeige ich für alle die, die es wissen, wunderschöne Bilder, Drohnenflüge über AIDA Mar. Aber für die, die es nicht wissen, die lernen jetzt, was ist Ententeich? Das ist Ententeich. Herrliche Bilder, oder? Wenn man so ganz langsam dahin gleitet in den Abend rein. Ententeich. Und jetzt kommen wir zu was ganz anderem. AIDA Sol. Für viele Menschen ist AIDA Sol ihr Lieblingsschiff. Und ganz ehrlich, hier unten könnt ihr gleich mal euer Lieblingsschiff posten. Aber davor feiern wir zusammen den 8. Geburtstag von AIDA Sol mit einer rührenden Rede des GMs und ganz vielen schönen Momenten. Viel Spaß! Hallo, mein Name ist Clemens Spangler. Ich bin General Manager an Bord von AIDA Sol. Ich war mit dabei vor 8 Jahren. Und durfte AIDA Sol mit in Dienst stellen. Ja, 8 Jahre vergehen sehr schnell und es kommen immer wieder Gäste an Bord von AIDA Sol, die ausschließlich nur AIDA Sol buchen, weil sie mit den Schiffen eine besondere Verbindung haben. Es gibt Gäste, die sagen, sie können ein Schiff am Geruch sogar erkennen. Und es gibt Gäste, die sagen, einfach auf jedem Schiff gibt es eine bestimmte Seele. Und AIDA Sol hat bestimmt auch eine Seele und ich komme immer wieder gerne zurück, denn es ist ja mehr oder weniger auch mein Baby. My name is Alison Alibak and I'm working here as an assistant bar manager. I see this ship 8 years before in Papenburg shipyard saying me, I am your new home away from your home. We are here started since the first birthday of AIDA. I was there in christening also. It's a big celebration also, I feel excited because we all the crew, we go up to deck 11 to witness the happiest moment started for AIDA Sol. Ja, als Nele etwa ein halbes Jahr alt war, da stand sie schon am Kanal von der Meierwerft und ja, hat in ihrem Bug jetzt schon zugeschaut, wie die Sol an uns vorbeigefahren ist. Ja, und nun ist sie drauf. Ich war mit meiner Familie auch schon ein paar Mal auf der Sol und das stimmt. Jedes Schiff hat so seinen eigenen Charakter. Wobei neulich waren wir auf der Bella. Das war auch ganz toll. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Mal gucken, welches Bild ich mir aussuche. So, jetzt kommen wir zu Abonadia, eine neue Show auf AIDA Nova. Und ihr erlebt jetzt, wie sie einstudiert wird und was die Macher dieser Show sich dabei gedacht haben. Viel Spaß! Hi, I'm Benji. Hi, I'm Alex. And we are the choreographers and we created the concept and we put together the music and the idea for the show called Avonadia. We didn't want to create a story, but we wanted to create individual scenes that go together, but doesn't necessarily mean it has to go from one to another. Yeah, the storybook, like mini novels. Mini novels, yeah.
And I think it's a different approach because I think when you're at a certain age, you start to analyze or realize things differently. Our beauty is not the common beauty of all society, so this is beautiful. That's right. And the reason we're saying beauty is because this is the first time we're working with such a big, beautiful group of girls. Yeah. And they were the focus for me and us, and I wanted to see what different dynamics a girl group can give. And it can be a strong moment, and it can be a sensitive moment, it can be a passionate moment, and and happy moments, and we wanted to show as many of that as possible in a 45-minute show. Well, this is a representation as well of friendship, and this story just actually developed while the show was being created, because we also worked with our ensemble, especially this character, and we asked for her input, and we were curious how she felt, how she fit in this show. Picture with the sign that says no dogs in the studio. This character can be a female or a male, and we love that the first time it's with a female, because it is a female-dominated show, and we wanted this female character energy as well. So we're seeing it developing as a friendship between her and her dog, which is like a best friend type figure whom she found finally in the end. Yeah, and I think she's like a character who's going through the phases, and she's part of the most of the scenes, and we want audience to see shows through her eyes. She goes through her own emotions as well, because there are moments where she's being overwhelmed, and there are times when she's a bit confused, and there are times where she's super happy because she was able to accomplish some great big trick with her doggy friend. Happy from like small simple things. My favorite moment is when we can step away when the show's complete, and we see that the ensemble takes over the show and makes it theirs. And it's then I get the chance to actually sit back and relax and enjoy the show and go through the emotions that the audience goes through. Watch it as an audience. Exactly. I think this is a goal. That's as what well. I'm looking forward to. Yes. Just to not be like, oh no, it's left, no, right. No, yeah. No, do this. So like really. Stop working and stop just. Stop working watch. And enjoy. Und das Tolle ist, ich sag's nur nochmal, ich habe 13 Lieblingsschiffe für euch. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt und über unsere Reisen, dann geht ihr ins Reisebüro oder auf www.aida.de. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Wir starten unsere Reise in der Weltmetropole New York und fahren zuerst nach Hamilton auf Bermuda. Danach besuchen wir Port Canaveral und Miami. Weiter geht es nach Nassau auf den Bahamas. Wir machen noch Halt auf Grand Turk Island und Santo Domingo und erreichen das Ziel unserer Reise, La Romana. Und jetzt kommen Sie, meine Lieblingsbilder und die Lieblingsmusik von unseren Schiffen zum Ende. Und ihr postet hier unten drunter euer Lieblingsschiff. Schöne Woche.